Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute hier zu einer weiteren Folge meines Nostalgie-Projekts. Ja, ich bin hier noch beim Schneeräumen bei der Baumschule. Ja, und ich hoffe, dass ich das mal gut hinkriege. Scheint irgendwie, ich habe einen Lauf. Wenn es halt gut mal geht, natürlich mit dem Frontlader. So, müssen wir schauen, dass wir das hier schaufelmäßig hier hinbekommen. Ja, bei den 50% habe ich schon hier weggeräumt. Ja. Weiß nicht, ist der grüne eingezäunte Fläche hier für das... Bisschen zu weit, wie ich gerade feststellen muss. Für das Schneegut oder was? Ich weiß es nicht. So. Aber ich krieg's irgendwie doch gebacken, würde ich mal sagen. Und da natürlich die Schaufel. So, dann sammeln wir schon mal hier schön ein. Komisch. Wir können das ja mal probieren, mal hier hin zu tun. Probier es einfach mal aus. Ja, ich kann es hier abkippen. Also, denke mal, das wird hier eigentlich nochmal die offizielle Fläche sein dafür, für diese Mission. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Aber egal. Ja, es hat gerade mal geleckert, wie ich gerade festgestellt habe. Schaufel runter. Müssen wir mal gucken. Ja, den Winkel mal einstellen. Natürlich die Schaufel. Dass wir jetzt hier das Gut hier natürlich wegräumen. Ja, das ist, sieht man, ich habe die Schaufel unten und er nimmt das nicht an, weil der Punkt irgendwie nicht genau passt. Da, ja, jetzt passt. Das ist auch irgendwie so eine komische Sache. Mal einmal anders da. Dann fährst du nochmal mit der Schaufel flach ran. Dann einmal wieder anders da. Ach hey. So. Also Schneeräumen so auf diese Art ist schon ein bisschen mühsam, würde ich mal sagen. Ach, komm mir aber nicht weit. Bremsen! Boah, das war ja fast ein Totalschaden. Hast gesehen, wie der weggeflogen ist hier. Also, ist er in einem Shop drin, was kaufen oder keine Ahnung. Jedenfalls, weil es jetzt gerade gehangen hat. Oder einer hat gespeichert. Oder es hat selber gespeichert. Zaun! Laterne!
So nimmt das jetzt nicht. Schauen wir mal. So, ein bisschen runter. So, ja. Ja, so her. Nee, gleich die Schaufel wieder voll. Ups, das war der Zaun. Sollte mal überlegen, ob ich da vielleicht für sowas eigentlich noch einen Hänger hier mitnehme. Ja. Schauen wir mal ganz kurz mal hin. Oh, 57% haben wir jetzt geschafft schon. Sollte mal die Schaufel mal anheben, dann komme ich auch raus. Stelle ich gerade fest. Das geht aber schratzfatz, muss ich sagen. So schnell.
So, aber langsam war sicher. Hoch, hey. Ich muss jetzt mal was trinken, also ich sag's schon mal zum Wohle. Harikati. Lass sich gut räumen, ich glaube, das ist Pulverschnee. Schade, dass man das dann irgendwie auf den Haufen schieben kann. Erst alles auf den Haufen schieben und nachher den Haufen wegrollen. Das ist eigentlich, wäre das ideal. Boah, jetzt muss man langsam das Licht einschalten, natürlich. Ja,
Ja, ich muss wirklich sagen, bei solcher Mission ist das schon hart verdientes Geld natürlich. Da habe ich hier leichter hier mit Seemaschine und so einem Graffel. Um ehrlich zu sein. Das Schneeräumen schon hier Knochenjob, würde ich sagen. Aber wenn ich überlege, dass ich jetzt schon ein paar Folgen jetzt nur mit der Mission hier drin beschäftigt bin, ist es wirklich schon heftig. Ja, aber ich sage dann trotzdem schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal natürlich. Ich hoffe, ihr seid nachher wieder da mit dabei hier, wenn es heißt hier Lohnunternehmen Ballermann hier Nostalgie Multiplayer Projekt, muss ich ja dazu sagen. Ja, also an. Ciao, ciao. Wow, die Seite haben wir schon hier gut wegrasiert. Ui, bremst. Ich weiß ja, der bremst nicht so. Ja, heftig.